Hey Leute, ich bin SmackPaverick. In diesem Video möchte ich einmal für euch und für mich natürlich selbst auch diesen Rasendünger hier von Gardenline testen. Das ist ein Dünger, den es bei Aldi zum Beispiel zu kaufen gibt, also ein Discount-Dünger, aber man kriegt ihn auch online zu kaufen. Und viele sind bei Discountern immer ein bisschen kritisch, wenn es da Gartenprodukte zu kaufen gibt. Die greifen lieber auf den Fachhandel zurück. Und ich möchte mal gucken, was taugt dieser Dünger, ja, wie hübsch der meinen Rasen wieder auf. Ihr könnt das ja sehen, wie der hier aussieht. Und ich würde sagen, wir wenden den mal an und schauen dann, wie der Rasen hinterher aussieht und wie sich der Dünger letztendlich geschlagen hat. So, bevor ich jetzt mit der Anwendung anfange und euch zeige, wie ich das mache, kommen wir erstmal zur Bestandsaufnahme, zur Analyse, wie der Boden aussieht. Der hat jetzt über den Winter ordentlich gelitten, mein Rasen. Aus dem Grund, wir hatten lange Schnee und viel Schnee lag drauf. Damit ist ja einiges vom Rasen abgestorben. Ich musste ein bisschen Filz raushaken. Vertikutieren kann ich mir sparen, weil ich meinen Rasen immer sehr, sehr gut pflege. Aber wie gesagt, mit der Hake musste ich ein bisschen Filz entfernen. Und somit habe ich jetzt ja hier unschöne Stellen im Rasen. Und ja, richtig kräftig ist der Rasen auch nicht. Und deshalb braucht er, wie gesagt, jetzt eine kleine Kur mit diesem Rasendünger. Und das wird jetzt erfolgen. Ihr könnt das sehen, ich habe mir hier schon so zwei Bahnen abgestochen oder abgelegt vielmehr, die ich dann auch verlege, dass ich halt den Dünger gleichmäßig mit der Hand dosieren kann. Ich nehme keinen Streuwagen, da habe ich keine guten Erfahrungen mitgemacht. Da kommt dann manchmal zu viel auf einmal raus oder zu wenig. Das ist mir zu ungleichmäßig. Ich kann das immer besser mit der Hand. Und das werde ich jetzt machen. Zeitraum ist Ende März, wenn es dann auch schon warm genug ist, so dass der Rasen halt anfängt bald zu wachsen. Dann kann man den Dünger ausbringen. Zu früh macht keinen Sinn, sonst wird der Dünger nur ausgewaschen. Das ist ein mineralischer Dünger, der sich ja mit Wasser halt auflöst. Und wenn es nur regnet, der Rasen noch nicht im Wachstum ist, dann ja, sickert der Dünger einfach nur ins Grundwasser. Und das ist natürlich ja kontraproduktiv. Und ich würde sagen, jetzt fangen wir einmal an zu düngen. So, als erstes fällt mir auf, dass der Plastikbeutel sehr, sehr dünn ist. Also hier muss man aufpassen beim Aufreißen, dass man ja das nicht alles verschüttet. Finde ich aber gar nicht schlecht, dass das Plastik so dünn ist. Wenn schon Plastik, dann so wenig wie möglich. Man kann es sich ja auch umfüllen in einem Behälter. So, dann dosieren wir das Ganze gemäß hier der Verpackungsangabe. Hier steht drauf, dass man halt ab März, April düngen soll, wenn die Rasenfläche schneefrei ist. Ja, das ist klar. Und abgetrocknet sollte sie auch sein. Und dann soll man pro Quadratmeter 20 bis 30 Gramm auftragen. Und ich habe das immer schon so ganz gut im Gefühl, weil das ist auch eine Dosierung, die andere Rasendünger vorgeben oder in ähnlichem Maße vorgeben. Und genau deshalb, ja, fange ich jetzt hier mal an in meinen abgestochenen Bahnen das Ganze zu dosieren. So, weiter geht's. So, meine Rasenfläche ist jetzt einmal fertig gedüngt. Jetzt ist natürlich wichtig, dass man das Ganze auch noch wässert. Ich brauche es nicht, auch wenn es danach nicht aussieht. Es wird heute noch Regen kommen und morgen auch. Und zwar auch nicht zu viel, so dass der Dünger dann halt richtig schön ja, im Boden eingearbeitet wird und nicht ausgewaschen wird. Und dann heißt es jetzt mal so 4 Wochen warten, bis der Dünger seine Wirkung entfaltet hat. Und dann schauen wir mal, wie sich mein Rasen gemacht hat und können mal vorher und nachher Aufnahmen miteinander vergleichen. So Leute, die Zeit ist vorbei. Der Dünger hat gewirkt. Ihr könnt das hier sehen, der Rasen sieht wieder richtig schön kräftig grün aus. Ich habe ihn gerade eben auch einmal gemäht. Wir können ihn uns gerne mal im Detail anschauen. Ja, richtig saftiges, sattes Grün. Aber ein bisschen, wenn man drin rumwühlt, ist noch ja nicht alles ganz dicht. Aber es hat wirklich schon extrem viel gebracht. Man muss jetzt natürlich auch wieder häufiger den Rasen mähen, damit er dann immer noch dichter wird. Das waren jetzt wie gesagt 4 Wochen und das im Frühjahr. Es war jetzt auch nicht so warm. Der Rasen konnte noch gar nicht so extrem wachsen, aber er hat sich wirklich schon toll entwickelt. Zum Vergleich, so sah der Rasen vorher aus. Ja, ich kann den Rasendünger also wirklich empfehlen. Ich kaufe mir den selber und
Das war jetzt die Erstdüngung. Dafür finde ich das Ergebnis sehr schön. Ich werde natürlich auch mehrmals im Jahr düngen und diesen Dünger anwenden. Ich habe mir davon gleich nochmal was nachgekauft aufgrund diesen guten Ergebnisses. Und dann wird es auch ja, noch viel besser werden, wenn ich dann auch den Rasen natürlich pflege dabei. Einfach nur düngen reicht nicht. Man muss natürlich wässern und gießen und alles weitere. Aber da habe ich ja schon allerhand Videos zu gemacht, die ich euch auch unten mal im Beschreibungskasten verlinkt habe. Ja, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Ihr könnt mich gerne kostenfrei abonnieren, dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sage bis dann, euer MacPaverick.